Ace Card, Freunde, Dienstag, das bedeutet Rocket-Zeit, 12 Spiele am maskierten Jackpot-Tisch und alle Mann nach vorne. Das ist die Order, wir müssen Tore schießen, wir müssen Punkte machen. Insofern auch erklärbar meine hier durchaus optimistisch gehaltenen 18 in Vorhand. 5 volle, aber nur ein Ass, allerdings Karo nur Ass und 10. Und wenn ich hier für 18 rankomme, kennt ihr mich ja, habe ich immer die Hoffnung, so oft schon Bube Ass gefunden. Diesmal aber nur ein Bube und die Karo Lusche, das ist fast zu wenig. Irgendwo der fünfte Trumpf in Herz oder Pik wäre wertvoll gewesen. Ja, mit blanker 10 spielen ist das Spiel so schwach, habe ich überlegt, habe mich dann aber entschlossen, 20 mal in Herz und in Kreuz runter zu tun und Pik zu spielen. Ja, wie ist der Siegplan? Ich muss natürlich die Pik 10 verstechen, das geht an sich nur auf die zweite Kreuzrunde. Und der Doppelläufer in Karo muss natürlich sowieso kommen. Wenn der Doppelläufer kommt, 48, dann vielleicht Kreuz König stechen mit der Pik 10, dann sind es schon 62. Oder nur die Pik 10 auf Kreuz Lusche, Lusche verstechen und dann noch den Herzkönig machen. Es gibt hier also durchaus Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen. Da muss es natürlich sehr glatt und artig stehen und auch günstig laufen. Herz Ass gar nicht so schlecht, aber dass hinten die Lusche fällt und jetzt hier gleich schon mit dem Herz Buben gestochen wird, das ist natürlich kein gutes Zeichen, denn das sieht so aus, als ob Spieler 3 hier links nur die 3 Trümpfe hat und dann hat Spieler 1 natürlich 4 Trümpfe und dann schon die 3 Herzen, den Kreuzkönig auch noch. Ja, ist ja erstens klar, was jetzt passiert. Es kommt nochmal Herz hinterher und obwohl ich jetzt nur so halb hoch steche, also nur mit dem König eigentlich klein, ist klar, der nur noch einen Trumpf hat, sticht hinten über und hier am Karo König schon erkennbar. Karo wird nicht doppelt laufen und wenn Spieler 1 zwei Karos gehabt hätte, dann hätte Spieler 3 jetzt vermutlich nochmal klein Kreuz gespielt, dann wäre da auch einer weggeflogen. Also das war mal wieder zu optimistisch, da ging jetzt gar nichts hier und insofern hat sich für mich hier gleich im ersten Spiel der Kampf um die Turnierspitze quasi schon erledigt, denn so ein minus 88er, den steckst du auf 12 Spiele nicht so leicht weg. Jetzt heißt es ja im Gegenteil, erstmal ruhig bleiben, Nerven bewahren und mal gucken, vielleicht wird es ja gelingen, die anderen noch abzufangen oder zu überholen, aber das ist erstmal eine ganz schöne Hypothek. Jetzt kommt Spieler 3 ins Geschäft, gleich mit einem Gang. Buben kommen verteilt, ja. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, ne? Oder gute Karten, schlechte Karten. Mal läuft es so, mal läuft es so. Wo die Jungs gekommen sind, denke ich natürlich nicht, dass wir noch große Chancen haben. Auf keinen Fall glaube ich, dass da eine einfach bestellte 10 steht. Die ist ganz sicher im Keller. Insofern Kreuz Dame jetzt auch kein gutes Nachspiel, kann er günstig abwerfen. Ich versuche jetzt lieber eine Farbe zu öffnen, Herz oder Pik, habe ich mir gedacht, wäre schlau, habe mich dann doch für die etwas längere Farbe entschieden. Und es ist auch schon mal insofern gelungen, dass hinten eine 10 rausgespielt wurde oder freigespielt wurde. Ja, Kreuz zurück sehe ich jetzt nicht so gerne, erlaubt natürlich dem Alleinspieler hier einen günstigen Abwurf. So, nun bin ich selber natürlich nicht mehr ganz sicher, wenn er schon Rest hat, dann bleiben wir Schneider. Dann wäre die Karte jetzt aber wohl schon aufgeklappt worden. Die Herzabwürfe sprechen auch ein bisschen dagegen. Und jetzt sind wir also ganz gut rausgekommen. Da machen wir tatsächlich hier noch einen Stich in Karo. Also es zeigt sich, so gut war dieser Gang gar nicht. Der hatte einfach 20 Augen im Keller, Kreuz 10, Herz 10. Buben sollten sowieso kommen. Und hier mit der Pik Dame und dem Pik König, den er erobert hat, 67. Also durchaus auch ein heißer Reifen. Ja, das dritte Spiel, irgendwie packt mich hier schon so die Ahnung, wenn ich diesen Gemischtwarenladen sehe, dass es gar nicht so eine schlechte Idee war, das erste Spiel zu versuchen. Das war immerhin ein Ansatz. Und dass das hier irgendwie nicht meine Liste sein könnte. Ein bisschen Bauchgefühl, manchmal kommen ja hier auch die Jungs noch in Paketen angegaloppiert. Aber hier kommen sie auch angaloppiert, nur in die anderen Hände. Jetzt hier zu Spieler 1, Karo mit 3. 6 Trümpfer hier zu sehen, am Pik-Abwurf, hier jetzt unkonventionell. Warum zieht der Alleinspieler noch einen leeren Trumpfzug? Ist er so stark, dass er hier auf Schneider oder Schwarz schon mit leeren Trumpfzügen
abzielt. Das kommt mir doch ein bisschen ungewöhnlich vor. Und jetzt war zweimal Pik Abwurf und dafür jetzt Herz Ass Wimmlung. Das sagt mir, Spieler 1 ist hier noch nicht ganz so sattelfest in dem Spiel. Sonst hätte er diese Möglichkeit uns nicht eröffnet. Auf jeden Fall heißt das auch, wir können jetzt ja überhaupt nur noch einen Stich machen. Entweder in Herz oder in Kreuz, deswegen ziehe ich da jetzt gleich das Ass und gebe jetzt auf, denn zwei Trumpf und Pik Ass bestellt sitzen jetzt noch beim Alleinspieler. Ja, endlich mal eine Karte, wo ich nichts falsch machen kann. Zumindest nichts beim Reizen. Kleine Indikation habe ich von meinem Partner, der hat auf 20 gepasst. Und daher spiele ich hier mal Herz aus. Und das war soweit auch richtig. Jetzt allerdings, hier kommen schon wieder die Nackenschläge sozusagen, Trumpf 10 bleibt beim Alleinspieler, denn das Spiel ist mit 2 und jetzt wimmel ich deswegen die Kreuz 10, denn die einfach bestellte, die kurze 10, natürlich kann die guten Stich machen, aber wenn das unser einer Stich noch zusätzlich zum Herzbuben sein soll, dann werden wir wohl sowieso Schneider bleiben. Wenn ich zu den 6 Trümpfen dem Alleinspieler, wie es meist so ist, ein Drilling und ein Single zutraue, dann sollte er jetzt bitte den Drilling in Karo haben und einen einzelnen Kreuz. Oder auch, es kann ja auch mal ein Vierling sein. Ich will nur sagen, das ist der Grund, warum ich hier die einfach bestellte 10 abschmeiße, nicht die 10 zu dritt. Denn, und das sehen wir hier, Kreuz, Ass, Karo, Ass. Jetzt wird sich zeigen, da Pik Ass spielt, wird es wohl Kreuz sein. In der Tat, Kreuz, König zu dritt. Da mache ich mir aber gar keine Vorwürfe. Natürlich hätte die Kreuz 10 noch einen Stich gemacht, aber der hätte immer noch nicht zum Schneider freigereicht. Also das hätte keinen Unterschied gemacht. So allerdings hatten wir die Chance, wenn es in Karo gewesen wäre. So, Spiel 5. Das ist bei 18 doch jetzt endlich mal ein etwas besserer und der geht jetzt auch als Grang los. Da habe ich gar keine Lust, jetzt hier einen 7 Trümpfer zu spielen mit Schneideroption. Der Grang ist natürlich leichter, wenn die Buben verteilt kommen, das ist klar. Aber er lebt nicht nur von der Chance, dass die Buben verteilt kommen. Er kann durchaus auch gegen zwei Buben gewonnen werden. In Kreuz fehlen habe ich 2 im Keller, das heißt, da fehlen nur 4, in Herz fehlen natürlich 7, aber ich kann immer auch noch mal am Ende eingespielt werden. Wichtig ist dann, dass ich am Anfang erstmal abtrage auf die 11 Augen, erstens, um günstig loszuwerden, zweitens, um etwa solche Stiche hier zu provozieren, oder wenn da jetzt die Kreuz 10 nicht reingegangen wäre, wäre ich auch gern bereit gewesen, noch mal eine Pik-Lusche abzuwerfen, um einfach so ein bisschen Übergabe in den zweiten und dritten Farbrunden zu verhindern. Das kann, wenn die Buben in einer Hand sitzen, ganz wichtig werden. So, nun lief es aber gut, lief es leicht. 21 gestochen, Buben kam verteilt, Rest bei mir. Ein erstes Wiederaufbäumen, ein erster Schritt zurück ins Plus. So, hier kommt der nächste Ansatz. Da kann ich es doch vielleicht zur Hälfte schon wieder schaffen, positive Spielaugen zu haben, wenn ich denn ans Spiel komme. Ja, im Liga spielt, würde ich sagen, mehr als 18 ist das Spiel nicht wert mit den beiden Luschen in verschiedenen Farben. Aber hier werde ich den Karo Hand reizen, komme aber auch dafür nicht ran und Spieler 3 spielt Pikant. Und da bin ich natürlich jetzt sehr gespannt. 4 Trümpfe dagegen. Mein Partner spielt Karo auf, wahrscheinlich blank, vielleicht auch nur meine Reizung. Auf jeden Fall kein schlechtes Zeichen. Das ist die Farbe, die ich gerne sehe, wo es meine lange Farbe ist, meine Stärke ist, und Spieler 3 ist, ja, entweder abgebrüht genug, da noch zu tauchen, oder das Karo Ass liegt, und jetzt wäre es natürlich super, wenn ich irgendwie ans Spiel komme. Insofern hier schade, dass Spieler 1 nicht irgendwie selber noch ein Ass hatte, wo ich dann in der zweiten Runde hätte mit dem Abstich ans Spiel kommen können. Und hier macht Spieler 3 natürlich sehr günstig mit der Lusche den Stich, und jetzt zieht er natürlich von oben. Klar, fängt die Trumpf 10, und damit ist natürlich die Gefahr gebannt, dass das Karo Ass abgestochen wird, und hier kommt jetzt die Kreuz 10 Wimmlung, also Kreuz Ass wohl auch noch beim Spieler.
dann sieht es gar nicht so gut für uns aus, dann ist die Buy-Karte zu stark, beziehungsweise dann muss ich jetzt mal hier versuchen, über Herz noch was zu bewegen. Vielleicht liegt ja auch tatsächlich das Karo Ass und mein Partner macht zwei Herzstiche, ist aber nicht der Fall. Naja, dann ist Schneider frei, alles was wir hier erreichen konnten, und dieses Ziel, das erfüllen wir natürlich. Karo Ass auch nicht im Stock, aber Trumpf stark genug und die Beikarte, das stimmte. Also keine Gefahr für dieses Spiel. Oh, mein Partner hat noch Herz Ass 10. Hätte er natürlich auch mal im zweiten Stich einen Herz vollen durchaus anbieten können, statt der Kreuzlusche. Sei es drum. Halbzeit geschafft, immer noch im Minus, dann so eine Karte, ja. Ich sag schon mal gute Nacht, das wird hier wohl tatsächlich, wie er fühlt, nicht meine Liste. Aber auch das kann man positiv sehen, es sind ja nur 12 Spiele, es ist ja schon gleich vorbei, und dann kommen beim nächsten Mal auch wieder schönere Karten. Tolles Ausspiel jetzt. Wenn ihr auch schon mal den Vorwurf gehört habt, Mensch, du hast mir eine 10 kaputt gespielt, oder öfters, ja, dann frage ich euch mal, was spielt ihr denn jetzt aus? Die Reizung unbestimmt, 0, klar, Kreuzbube wird wobei mein Partner sein, aber deswegen Trumpf zu öffnen, halte ich auch für Quatsch. Also ich greife dann doch wieder in die kurze Farbe, auch auf die 24 gepasst von meinem Partner, könnte auch ein abgebrochener Kreuz sein. Also es gibt immer einen Weg, aber es kann natürlich jetzt auch sein, dass es verkehrt war. Nein, war es nicht. Für drei Augen die Stechfarbe gefunden. Und Spieler 1, der ist ja ganz versessen darauf, seine Trumpfvollen zu verstechen. Drei Augen hat er eingestochen in zwei Kreuzrunden mit 21 im Trumpf, also 24 Augen erst. Und jetzt geht er über die Dörfer. Und da muss er nun feststellen, Pik wird gestochen. Und offenbar ist er ja gar nicht so trumpfstark. Sonst würde er jetzt noch nicht über die Dörfer gehen, und das bringt mich jetzt schon zu der Vermutung, dass Pik 10 wohl im Keller ist. Das wäre relativ typisch. So, jetzt sitze ich natürlich schön mit Pik Buben dahinter. Mein Partner spielt noch nicht mal das Kreuz Ass, hat er gar nicht nötig, hat wohl selber jetzt die verbliebenen Trümpfe im Blatt. Ich steche natürlich trotzdem über und bringe jetzt Herz. Denn das kann natürlich auch sein, dass der Spieler da jetzt in Ass König oder sowas sitzt. Aber Pik wollte ich jetzt auch nicht spielen, und den Schnitt kann er immer erzwingen. Von daher gut, bisschen optimistisch, dass mein Partner direkt mit der Herz 10 raufmarschiert. Aber jetzt hat er den Trumpfabzug, und Herz König hat er auch noch. Pik 10 war nicht im Keller übrigens, Pik 10 war in der Hand, haben wir gesehen. So oder so, 55. Wenn die Pik 10 gedrückt ist, dafür noch eine Herzlusche oben, dann wäre das Spiel nach Hause gegangen. Also den hätte Spieler 1 mit ein bisschen pfiffiger Drückung nach dem Motto, ich komme mit 5 Trümpfen in Hinterhand wohl sowieso nicht hin, ohne 2 alle Trümpfe rauszuziehen. Da kann man auch mal aus Ass 10 König Lusche den Vollen mitdrücken, vielleicht sogar das Ass, und die Lusche in Herz mitschleppen. Das hätte dem Spieler hier gut getan. Nun kommt wieder Spieler 3. Der scheint hier das Rennen zu machen. Kreuz ist Trumpf. Ich habe von meinem Partner noch kein Herz gesehen, kein blankes Ausspiel auf den langen Weg. Warum nicht? Meine Überlegung, der hat vielleicht keinen. Darüber hinaus, ja, wenn wir diesen dicken Stich nicht machen können, dann wird das Spiel sowieso schwer, und wir können ihn nicht machen. Der Alleinspieler sticht, und mein Partner wollte wohl einfach kein blankes Ass hinziehen. Geht die Maschinerie jetzt auch von oben los, also ein schönes Abklappspiel, da war nichts zu holen. Mal gucken wir mal auf den Zwischenstand. Spieler 1 ist ja jetzt schon wieder in Schlagdistanz, das muss man sagen, während Spieler 3 in ganz anderen Sphären schon mit 350 Vorsprung da seine Bahnen zieht, und meine Karte deprimierend. Ich zähle 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bilder, davon immerhin ein Bube, aber diese Bilanz, die erfreut mich natürlich nicht. Nun sehen wir da wieder einen Kampf, und diesmal kommt Spieler 1 ran
bei 46. Der will sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Und hat den Gang. Keine Überraschung für mich. Der Gang ist mit rein. Volle sind auch da. Ass 10, wahrscheinlich zu dritt oder nur Ass 10, aber auf jeden Fall sieht dieser Auftakt nicht so aus, als ob wir hier sehr viel bestellen können. Deswegen schnell 18 rausnehmen und jetzt auf die Pik Dame gewimmelt auf 31. Das war das Klassenziel, Schneider frei. Karo Ass auch noch beim Alleinspieler. Und ja, Mensch, Herz Ass, Karo 10 noch dabei. Ich denke mal, Abwurf Kreuz 9, das kann man hier durchaus schon als Unschärfe notieren. Das wäre gar nicht nötig gewesen bei Einstich der Pik Dame und dann Kreuz wieder raus. Wäre das Spiel Schneider geworden? Vielleicht ist die Kreuz 10 so gedrückt, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber ich, na, wenn die Kreuz 10 gedrückt ist, nur dann ist es Schneider. Ich werde ja sonst die Kreuzlusche los auf dem Einstich. Zwei Spiele gleich noch. Hier jetzt erstmal Karo. Ohne 3, wie es ausschaut. Von Spieler 3. Stechfarbe gefunden, aber mein Partner wechselt die Farbe. Will das Kreuz Ass nicht anbieten. Vielleicht sind zwei Kreuz gedrückt. Bietet die Pik 10 an. Okay, das könnte jetzt interessant werden. Bei 6 Trümpfen und nur 2 Pik beim Alleinspiel und kein Kreuz, ist ja klar, er muss 2 Herz haben. Und zwar mindestens 2 Herz, wenn mein Partner doch noch wieder erwarten weiter einen Trumpf hat, dann sind es vielleicht 3 Herz. Trotzdem will ich ihn nicht die Herzlusche legen, denn das wäre zu wenig. Ich kann wunderbar die Dame legen, wenn jetzt Trumpf gekommen wäre, könnte ich danach Kreuz 10 vorsetzen und dann auf die Herz 10 schnibbeln, wenn sie unterwegs ist. Der Alleinspieler sticht aber und startet selber mit seiner Herzschwäche und da ich weiß, er hat noch mindestens einen, nehme ich jetzt natürlich nicht raus, sondern gebe ihm den Schnitt. Ja, jetzt kommt Kreuz, also 10 Augen im Angebot. Ja, und da fliegt dann der Herzkönig. Und das heißt doch dann wohl, dass mein Partner wirklich keinen Trumpf mehr hat. Dann sind 6 Trümpfe, dann ist Kreuz 10 zwar zu Hause, aber zum Preis des Herz Asses. Also wieder nur rausgerobbt. Und jetzt will ich doch nochmal versuchen, hier Spieler 1 anzugreifen in der vorletzten Chance. Finde an sich gut bei 22. Nur bei 22 ist der Pik-Bube ja gar nicht mehr so schön. Gut, ich wollte sowieso ein teures Spiel haben, von daher den Herzschneider zu versuchen ist Quatsch, beziehungsweise die Chancen nicht besonders gut mit 2 Abgebern in der Beikarte. Es muss ja irgendwie der Grang werden. Die Überlegung ist jetzt nur 21 in Herz sogar drücken oder 14. Spieler 3 in Vorhand hat gerade auf 22 gepasst, das hört sich wie so eine typische Hebereizung an, aber das muss nicht heißen, dass er gar kein Herz hat. Er hat vielleicht Herz auch nur kurz. Ich denke, dass ich diesen vollen, diesen Stich in Herz auch brauche, um zu gewinnen und entscheide mich deswegen hier für 13 Abwurf. Hoffe, dass Herz 1:1 verteilt ist. Muss insofern jetzt auch nur einmal Kreuz mit bedienen und dieser Stich ist ja gar nicht so schlecht, denn wenn jetzt das Kreuz Ass hinterherkommt, und dann meine vollen laufen, dann bin ich doch schon ziemlich weit. Da kommt auch das Kreuz Ass, kurzer Moment Freude, und dann fliegt da die Herzdame, verdammte Axt. Das ist natürlich wieder schlecht, denn jetzt kann mein Herz Ass natürlich nicht mehr laufen, und ich bin jetzt nach diesem Einstich jetzt erst bei 16 und 13, bei 29 Augen, also irgendwie muss ich jetzt in Pik oder in Karo eine 10 rausholen oder besonders viele Bilder fangen. Oder, und das war jetzt meine kongeniale Idee, sage ich mal, wo ist die Herz 7? Sie könnte natürlich auch noch bei Spieler 1 sein. Wenn der Dame 7 hat, dann wird er auf Kreuz Ass auch die Dame schmeißen, wenn er sie blank hat natürlich auch. Aber wenn Spieler 1 jetzt die Herz 7 noch hat, dann hat Spieler 3 natürlich es gar nicht so leicht, die Herz 8 zu verwalten. Also so klein wir können, der Griff ganz unten in die Trickkiste, in die Schublade. Man könnte schon sagen, ein bisschen finster. Und
wie wir hier sehen, ein Bluff, der auch sehr leicht natürlich zum Scheitern verurteilt ist. Wenn die Herz 7 dann bei Spieler 3 ist, dann erlaube ich natürlich einen günstigen Abwurf, beziehungsweise es bringt mich gar nicht voran. Die Karte ist jetzt komplett verraten. Ich habe immer noch 29 liegen, habe aber nicht das Gefühl, dass sich jetzt Spieler 1 hier eine 10 blank geschmissen haben sollte. Ja, eigentlich ist es schon hoffnungslos. Doch über die Dörfer? Nee, bringt nichts. Wenn Spieler 3 jetzt sticht, dann kann er natürlich auch noch zweimal Kreuz spielen und Spieler 1 wirft sich ab. Also es ging irgendwie nicht. Ich habe es jetzt trotzdem jetzt hier nochmal mit dem Bild versucht, kriegt zwei Könige, also die Könige standen jetzt blank. Wenn ich also mit den Assen hingelangt hätte, wäre ich immerhin auf 59 gekommen und vielleicht im Nachgang, wenn ich den Herz-König statt der Herz 8 gespielt hätte, Spieler 1 auch abschmeißt und ich dann die beiden Asse ziehe und beide Könige fange. Wenn, hätte, hätte, dann wären es vielleicht 63 geworden. So habe ich jetzt aufgegeben, diese Liste lief nicht für mich und dann gucken wir mal, Spieler 3 ist ja sehr gut im Geschäft. Ich hätte jetzt hier natürlich nochmal lostoben können, null ouvert, wenn ich ganz gut drauf gewesen wäre, reizen, aber das tut ja überhaupt nicht Not. Ich habe zweimal die 18 gehalten, beziehungsweise die 22, 22 gereizt mit schwachen Ansätzen und die gingen hier heute nicht. Insofern Vortritt für die Spieler am Tisch, die können hier vielleicht eine gute Liste noch draus machen. Leicht wird das Spiel vielleicht auch nicht, denn ich habe eine Farbe gar nicht und ich sehe eine Reizung von meinem Partner. Insofern hier Pik Ass vor, ist das blank, aber warum blank? Ich glaube doch, dass mein Partner auch noch einen Buben hat oder sogar zwei, deswegen warum soll das blanke Ass kommen? Ich habe hier schon mal ein bisschen spekuliert und ein Bild mit in den Ring geworfen. Ja, dann fällt die Dame, dann sieht es natürlich doof aus, war vielleicht doch nicht die allerbeste Idee. Jetzt kommt die Farblänge in Herz, die stehen auch zusammen und den Herzkönig, den wird doch wohl mein Partner haben. Ansonsten sind wir ja nicht, haben wir keine Chance, Fünferlänge Herz, Pik Ass dabei, dann wäre es wohl nicht leicht gewesen. Von daher gut, Wimmeln kann ich hier gut machen. Und ja, mein Partner hat Buben. Und das ist jetzt hier schon interessant. Der Alleinspieler hatte nur Karo und Pik Buben. Und trotzdem, wo er sowieso eine Schwäche hat in den Buben, zieht er sein blankes Pik Ass ab und macht sich damit im Prinzip angreifbar. Schon überraschend, hat jetzt natürlich schon fast für Glück im Unglück, dass die Piken so lang bei mir stehen, 5 Stück, dass mein Partner mich da nicht mehr rüberspielen kann. Aber wie es ausschaut, war es das, und das bedeutet 60, nochmal einen verloren, auch das kein guter Gang. Kreuz 10 oben wäre am Ende sogar noch der Sieg gewesen, aber Kreuz 10 war im Keller, und was war noch im Keller? Ich glaube, Karo König habe ich noch vermisst, 14 im Keller, ja, Pik Ass, wie gesagt, merkwürdiger Aufschlag, nützt jetzt alles nichts, 2 verlorene für Spieler 1, 2 verlorene für mich, das macht minus 82 und Spieler 3, herzlichen Glückwunsch, souverän gewonnen mit 537. So viel also aus dem Rocket-Turnier. Hoffe, ihr habt eine bessere Skatliste noch vor euch und wünsche euch dabei, wie immer, gut bleibt.